Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir fangen jetzt einfach ganz langsam wieder an mit Live-Kultur und dann. Aber heute war es echt geil. Ich glaube, ich träume jetzt auch sofort davon, jede Woche in der Stadt zu spielen, wo die Heimmannschaft gerade in der letzten Woche Bayern 5-0 nach Hause geschickt hat. Und ihr wart der Anfang! Nee, das schaffen halt nicht andere. Andere Teams schaffen das halt nicht. Ja. Das ist ein illusorischer Traum. Umso schöner, wenn man es dann längst einmal erleben darf. So, jetzt war ich das zweite Mal drauf eingegangen, oder? Also, oder war es schon? Aber sowas muss man auch auskosten. Ich habe meinen Steuerberater, der ist so ein widerlicher Bayern-Fan. Ich musste dieses Champions-League-Finale Dortmund gegen Bayern ausrechnen mit dem verbringen. Und da war er nicht nur ein widerlicher Bayern-Fan, sondern ein widerlicher, besoffener Bayern-Fan. Und alle haben zutiefst getrauert und Ariel Robben gehasst. Und er war der Einzige auf der Party, wir waren auf der Hochzeitsfeier, der Bayern-Fan war. Und er musste dann immer noch tief in die Wunden rein. Es hat heute Spaß gemacht, mit dem zu telefonieren. Die zwei Verliebten da zu sehen, wie sie eng umschlungen da stehen, wie sie sich küssen. Noch voneinander wissen und sich doch so nah sind. Das Kornfeld und der Wind. Mann, ich könnte es ihnen. Sind wir manchmal für Maschinen. Können Menschen sein. Sind ihr die beiden rein neu geboren, offen und bereit. Sie kamen aus der Einsamkeit. Und dann sind sie sich begegnet. Und es hat Sterne geregnet. Zwei Hirn und zwei Lenden. Die allen, die sie sehen, Hoffnung spenden. Schon keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben. Ist nicht mehr ganz so relevant. Dass es sich doch nicht gekannt, den alles irgendwie verletzt. Und was zählt es jetzt? Wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät. Sie können es nicht mehr verstecken. Nicht ums Verrecken, wie sie die Arme um ihn schlingt. Wie er für sie singt, soll die ganze Welt es sehen. Schau mal, wie schön wir uns sehen. Über unsere Liebe werden Lieder geschrieben. Ich will keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben. Ist nicht mehr ganz so relevant. Was es sich da nicht gekannt, wie alles irgendwie verletzt. Was zählt es jetzt? Und wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät. Das Leben ist so kurz, aber das ist so fucking Schluss. Im Augenblick zählt nur unser Glück, wie wir miteinander sind. Wie das Kornfeld und der Wind alles vergessen. Ich kann dich pressen. In die Augen, da will ich meinen Blick aufsaugen, alles von dir wissen, da will ich dich küssen, mit deinem Nacken, bist du mir als alten Mann beim Kacken, drück mich. Ich will keine Fragen, was sie hinter sich gelassen haben, ist nicht mehr ganz so relevant. Ich noch nicht gekannt, wie alles irgendwie verletzt. Was zählt es jetzt? Wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät. Ach, und Energie und verbrauchte Fantasie. So viel zu entdecken, wie ein Kind an einmal lecken. Ideale rosa rot, zu dir treu sein bis zum Tod. Wir mal sehen. Ich so ins euch leben. Ich kann fragen, was sie hinter
dass ich gelassen lass. Der ganz so relevant, dass es sich doch nicht gegangen ist. Alles ist irgendwie verletzt. Und was zählt es jetzt? Und wie es weitergeht? Und es ist nie zu spät.